Ich freue mich, euch in diesem Video die X22 QTC vorzustellen. Uns haben viele Fragen erreicht, was ist die QTC und was macht sie so besonders? Dazu werde ich euch in diesem Video erklären, für was QTC steht, welche Konfigurationsmöglichkeiten es gibt und abschließend zeige ich euch dann, wie schnell und einfach ihr bei einer QTC das Werkzeug wechseln könnt. Ich bin der Marc, lasst uns starten. Für was steht QTC und welche Vorteile hat das System? QTC ist eine der Konfigurationsmöglichkeiten der X22. Ihr kennt sie hier vorne an dem goldenen Messingring. QTC ist eine Werkzeugschnittstelle und es steht für Quick Tool Change, also schneller Werkzeugwechsel. Die QTC lässt sich zwischen den Spindeln mit manuellem und automatischem Werkzeugwechsel einordnen. Das heißt, es wird nicht das Werkzeug von Hand gewechselt, sondern die Werkzeugaufnahme. Dadurch geht der Werkzeugwechsel natürlich schon deutlich schneller als bei Spindeln mit manuellem Werkzeugwechsel. Zudem spart ihr euch das ständige Wiedereinmessen eurer Werkzeuge. Ihr müsst nur einmal die Werkzeugaufnahme mit Werkzeug einmessen und müsst es nicht nach jedem Werkzeugwechsel wiederholen. Zudem benötigt ihr keine Pneumatik zum Spannen und Lösen des Werkzeugs und keine Sensorik zur Spannstellungsüberwachung. Dadurch ist die Inbetriebnahme natürlich super schnell und einfach und auch noch kostengünstig. Mit der QTC bekommt ihr eine kompakte und leichte Alternative zu einer Spindel mit automatischem Werkzeugwechsel. Jetzt erkläre ich euch, welche Konfigurationsmöglichkeiten es mit eurer X22 QTC gibt. Ihr könnt die QTC einmal mit HSKC 25 und einmal mit HSKC 32 wählen. Ihr könnt wie bei jeder X22 die Kühlart variieren. Ihr könnt die Spindel mit Luftkühlung oder mit Flüssigkeitskühlung wählen. Ihr könnt den Motor in Leistung, Spannung und der Motorcharakteristik konfigurieren. Ihr könnt verschiedenste Sensorik konfigurieren, sei es Temperatursensoren oder ein Drehzahlsensor. Besonders zu erwähnen bei der QTC ist die Konfiguration der Maximaldrehzahl. Hier könnt ihr bei der HSKC 25 zwischen 25.000 und 50.000 Umdrehungen pro Minute die Drehzahl konfigurieren. Bei einer HSKC 32 zwischen 25.000 und 45.000 Umdrehungen pro Minute. Wenn ihr euch auch für die anderen Spindeln der X22-Serie interessiert, schaut euch gerne unser letztes Video an. Dort stelle ich die X22 näher vor. Jetzt zeige ich euch, worauf ihr wahrscheinlich schon alle gespannt gewartet habt, der Werkzeugwechsel bei der QTC. Dazu müssen wir erst die Maschine umbauen. Hier hängt aktuell noch die X22 ATC dran. Wenn wir das gemacht haben, dann zeige ich euch endlich den Werkzeugwechsel. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir haben die Maschine umgebaut. Hier ist jetzt die luftgekühlte QTC dran mit der vorbereiteten Werkzeugaufnahme schon. Und jetzt zeige ich euch einfach mal den Werkzeugwechsel bei einer QTC. Dazu müsst ihr den Messingring hier öffnen, den Drehmomentschlüssel einsetzen, das Werkzeug lösen, das neue Werkzeug nehmen, hier darauf achten, dass diese Bohrung zu dem roten Punkt hier ausgerichtet ist. Einsetzen, Werkzeug spannen, bis der Drehmomentschlüssel auslöst, Messingring wieder verschließen und schon ist das Werkzeug gespannt. Ihr seht, so schnell und einfach geht der Werkzeugwechsel bei einer QTC. Ihr müsst wirklich nur darauf achten, dass der Messingring verschlossen ist, damit kein Schmutz oder Dreck durch die Bohrung kommt. Und ihr müsst darauf achten, dass der rote Punkt am Spanner zu der Bohrung an der Werkzeugaufnahme ausgerichtet ist. Das war's mit diesem Video. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne. Ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr bei uns im Online-Shop vorbeiguckt. Dort könnt ihr euch eure X22 QTC mal zusammenstellen. Dort findet ihr auch das passende Zubehör, wie den Drehmomentschlüssel oder die Werkzeugaufnahmen, die besonders für diese hohen Drehzahlen noch freigegeben sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.